Gute Reden begegnen uns überall. Auf dem Marktplatz, an der Bushaltestelle, im Bioladen um die Ecke. Das ist doch toll. Wir widmen uns heute den schlechten Reden. Tucholskys Ratschläge für einen schlechten Redner. Hier einige Beispiele. Hältst du dich konsequent daran, wirst du ein wirklich schlechter Redner. Erstens, fange nie mit dem Anfang an, sondern viel, viel früher. Am besten mit den alten Römern. Ach, was sag ich, mit den Dinosauriern. Und Brutus erhob als erster seinen Dolch. Römer, Mitbürger, Freunde, höret und lasst mich meine Sache führen, damit ihr hören möget. Um meiner Ehren willen. Richte mich nicht nach eurer Weisheit. Zweitens, sprich nicht frei. Das macht einen so unruhigen Eindruck. Sprich, wie du schreibst. Und am besten liest du die Rede ab. Mit der Rede des Brutus an die römische Nation wird eine in den Kontext gesetzte Alter-Ego-Figur des Julius Caesar konstatiert. In der Tat hat sich hier eine innergesellschaftliche, frührömische und oder griechische Männerbeziehung manifestiert, die weit über ein rein politisches Interesse einer platonisch gerichteten Diskursgemeinschaft hinausgeht. Drittens. Benutze möglichst viel Statistik. Das hebt deine Rede und beruhigt das Publikum ungemein. Keine Sorge. 10 verschiedene Zahlen kann sich jeder mühelos merken. Ja, und das ist ja ganz einfach. Also folgt man dieser Logik von da nach da, dann sieht man das. Das ergibt sich quasi aus sich selbst. Also ich finde, das ist logisch. Das sieht man. Und der Rest ist trivial. Viertens. Lege alles in die Nebensätze. Mach die Sätze schön lang. Sag nie Sätze wie, die Steuern sind hoch. Sage lieber, ich möchte zu dem, was ich soeben bemerkt habe, hinzufügen, dass, und das ist ja gerade das Interessante, das wissen wir alle, Steuern sind bei weitem und nennen wir es ruhig beim Namen. Und so ist es doch auch. Fünftens, kündige den Schluss deiner Rede lange vorher an und beginne dann deine Rede von vorn und rede noch eine halbe Stunde. Und damit möchte ich langsam zum Schluss kommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht ohne jedoch noch einmal auf die wichtigsten Punkte zu sprechen zu kommen. Ich komme nun zum Schluss. Um die Rede an dieser Stelle ein wenig abzukürzen, erinnern wir uns noch einmal. Erstens, fange nie mit dem Anfang an. Zweitens, sprich nicht frei, sprich wie du schreibst. Drittens, benutze möglichst viel Statistik. Viertens, lege alles in die Nebensätze. Fünftens, kündige den Schluss deiner Rede lange vorher an.